Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Berlin Artists. Wir sind heute zu Gast im Brauhaus Südstern in Berlin-Kreuzberg bei der Acoustic Invitation, dem akustischen Event. Ich bin Sonja Markowski, ich trete auf unter dem Namen Markowski, also meinem Nachnamen, und schreibe meine eigenen Songs ein bisschen im Amerikaner-Stil, also ein bisschen Folk, ein bisschen Country, ein bisschen Pop. Und spiele meistens zusammen mit meinem Begleiter Jan van Beinen, der spielt Dobro und Mandoline und singt auch ein bisschen. Und manchmal auch noch mit unserem Kontrabassisten Kees van der Laarse. Musik gekommen bin, das ist ganz lange her. Ich habe früher Klavier gespielt und dann habe ich irgendwann Gitarre gespielt
und habe im zarten Alter von 14, glaube ich, zum ersten Mal auf der Bühne gestanden, war irgendwie bei einem Rocktheater oder so dabei und da habe ich ein paar Songs für geschrieben und das war ja mit 14 eigentlich so das Erste, was ich gemacht habe. Nach der Werbung geht's weiter mit Live-Musik aus dem Brauhaus Südstern in Berlin-Kreuzberg. Mein Name ist Helmut Kurschat. Seit Anfang des Jahres betreibe ich hier das Brauhaus Südstern in der Hasenheide. Wir haben angefangen mit diesen Veranstaltungen, nachdem wir eine super Silvesterfeier hingelegt hatten, mit Bekannten, die in der Musikerszene zu Hause sind. Und dann bot sich das an, diese Bühne dafür zu nutzen. Das war einfach eine hervorragende Gelegenheit. Und dann kam das sehr schnell so, dass da andere Musiker, Bekannte von ihnen nachgefragt haben und so kam das eigentlich von selbst ins Rollen und inzwischen sind wir so weit, dass wir auch das ausgeweitet haben, machen Comedy hier, Kleinkunstbühne,
Ja, so ist das wirklich ins Rollen gekommen. Und jetzt die Akustik Invitation mit Mike Wolter, der das hier in die Hand genommen hat. Dann kamen wir auf die Idee, so eine akustische Geschichte zu machen. Keine offene Bühne, sondern dass wir die Leute bewusst einladen. Das heißt, wir wissen, wer auf die Bühne kommt. Dann haben wir das angefangen. Wir machen das halt einmal im Monat. Und es wird jetzt immer jeder dritte Mittwoch im Monat sein. Und ja, das werden immer so ungefähr 5 bis 6 verschiedene Künstler auf der Bühne zu sehen sein, die dann alle so 2 bis 3 Stücke machen. Und das ist halt sehr bunt. Musikalische Richtung ist nicht festgelegt, aber es ist auf jeden Fall akustisch. Shop and take some stuff. I take a lie, and London's okay. Slow response. I'm feeling like an afterthought. I guess I'm kinda lost in space, and London's okay. What time it is anymore? Dressed up like it's World War 24. Sugar sweet, she loves you when it hits her teeth. Dankeschön.
took a walk with you in the shadow of my shoes, danced around the broken blues in the dirty summer rain. Moonlight on the cars, parked in single file at bars, and in thick and rosy smoke, ravenous busted hand. I'm bringing you down, I can't bring you down. I'm bringing you down, can't bring you down. I'm bringing you down, I can't hear the sound. Run through the river and into town. Pretty little moon is head hung down. Chimera, Chira, Chira, Chira. With you, and I'm busted up my shoe in an old yellow canoe out in Hollywood. You called the police, but they didn't care the least. On your face had run out, the line lost straight in his head. I'm bringing you down, I can't bring you down. I'm bringing you down, I can't bring you down. Bringing you down, can't hear the sound. Run through the river and into town. A pretty little moon is head hung down. Chira, Chira, Chira. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank, ciao. Bis irgendwann mal, falls jemand Ideen hat für Bandnamen, bitteschön. Mein Name ist Mike Wolter, ich mache nun seit meinem 17. Lebensjahr Musik. Wie lange das her ist, mag jedem seiner Fantasie überlassen sein. Ich habe schon in Läden gespielt, die gibt es schon gar nicht mehr in Berlin. Und das ziemlich häufig. Und zur Musik gekommen bin ich auch durch meinen Vater, weil der Gitarre gespielt hat, gesungen hat. Und irgendwann dachte ich, das kann ich vielleicht auch lernen. Take a size, the Lord's long granite cries. The silver saxophone said I should refuse you. And the red bells and washed out horn blown into my face with scorns. But it's not the way I wasn't born to lose you. Honey, I want you, I want you, I want you. So bad, honey, I want you. Drunken politician leaps upon the streets where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me, drinking from this broken cup, and ask me to open up the gates for you. You, honey, I want you, I want you, I want you.
they fought if they gone down. True love, they've been without it. And all they've done is put me down, cause I don't think about it. When I return to the Queen of Spades and I talk to the chambermaid, she knows that I'm not afraid to look at her. But she's got to be. And there's nothing she doesn't see, and she knows where I'd like to be, but it doesn't matter. Honey, I want you. I want you. I want you so bad. Honey, I want you. Shiny suit, I spoke to him and I took his food. Oh, I wasn't very cute. Oh, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride, and because time was on his side, and because I want you. I want you. I want you so bad. I want. I want you, I want you so bad. Honey, I want Ich bin die Doreen und meine musikalischen ersten Schritte durfte ich zusammen mit meinem Papa machen, der auch schon seit Jugendjahren Musik macht. Bruderherz macht auch Musik und ja, so war das auch in der Familie zu Hause eigentlich irgendwie immer. Es lief immer Musik und es wurde viel gehört.
Nach der Werbung geht's weiter mit Live-Musik aus Kreuzberg. Hier sind für euch Casey McKenzie. Ich bin Casey McKenzie, bin seit 2 Jahren professionell musikalisch unterwegs, mache natürlich schon ein bisschen länger Musik und mit meinem Duo, das auch Casey McKenzie heißt. Und wir haben uns dem amerikanischen Country-Folk verschrieben, treten aber ausschließlich mit eigenen Stücken auf. Kennt ihr mal die 17 Hippies? Die kann man ja alle nicht auseinanderhalten. Heute habt ihr mal einen Hippie zum Angewöhnen. Das ist Kerstin Kernbach neben mir. Spark of life, where is all
Oh, how I miss your cold skin today. Ich wollte als Kind immer Gitarre spielen, durfte ich nie, weil meine Mutter Gitarrenunterricht hatte und es gehasst hat. Und dachte, wenn sie das hasst, hasse ich das auch. Und dann habe ich später trotzdem Gitarre gelernt und ich habe es gehasst. Und als ich dann aber aufgehört habe, Gitarrenunterricht zu nehmen, fing ich an, mich für dieses Instrument zu interessieren, weil ich, glaube ich, nur einen anderen Zugang brauchte. Und wenn man selber einen eigenen Zugang findet zur Gitarre, ist das was anderes, als wenn man Stücke nachspielt. Und habe dann auch recht schnell angefangen, eigene Songs zu schreiben. Keep it in your mouth.
Metzner am Bass. Mein Zukunftstraum ist, dass ich mir den Idealismus bewahre, weil um Musik zu machen, muss man idealistisch sein. Man muss risikofreudig sein und ich möchte nicht daran kaputt gehen, an dem Idealismus, sondern ich möchte gerne, dass der Idealismus so flexibel ist, dass ich mich den Situationen anpassen kann und trotzdem den Traum der Musik weiterleben kann. Vielen Dank. Deswegen sind solche Abende auch immer sehr spannend und auch unverwechselbar. Deswegen würde ich empfehlen, zu jedem dieser Konzerte zu kommen. Stay on anymore. This is this normal kind of a thing where and then we go all of a sudden we just go, you know, 1, 2, 3, 4. Come down to the river. Guess you're gonna find a lot of people who live. You don't need to worry if you got no money. People on the river, they are happy to get. Big wheels keep on turning. Crowds hurry, keep on turning. Yeah, rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Ooh. Rolling, rolling, rolling on.
Ilka Poldin! Bonnie Jingle!